Tschüss Weihnachtsbaum heißt es bei den meisten in der ersten Januarwoche. Im neuen Jahr hat die Tanne ausgedient und muss nicht nur abgeschmückt, sondern in den meisten Fällen auch entsorgt werden. Fast 30 Millionen Bäume sind das bundesweit. Wir erzählen Ihnen, was mit denen in Bielefeld passiert, denn auch das sind eine ganze Menge. Wochenlang standen sie als Stars im Wohnzimmer, jetzt liegen die Weihnachtsbäume am Straßenrand. Viel Arbeit für die Entsorger Andreas Ritzko, Ali Türkmen und Ralf Janssen. In Bielefeld landen in diesen Tagen 90.000 Bäume auf dem Müll. Wenn man sich überlegt, was man so an Geld an so einer Tanne sag ich mal, bezahlt und dann innerhalb von 2 Wochen wieder wegschmeißt, ist es schon etwas schade. Ne? Viel Geld. Über 2 Millionen Euro haben die Bielefelder für ihre Weihnachtsbäume ausgegeben. Was ist das für ein Gefühl, denn jetzt wegzubringen? Das ist ein gutes Gefühl. Das Wohnzimmer ist wieder schön groß und ja, das neue Jahr startet. Er war schön, aber er muss weg. Das sage ich jetzt wie eine Urlaubsromanze. Irgendwann ist vorbei. Zurzeit sind in Bielefeld 3 Entsorgerteams unterwegs. Sie sammeln ausschließlich Tannenbäume ein. Täglich leeren sie 50 festgelegte Sammelstellen. Am Baum sollte nicht dran sein, Christbaumkugeln, Lametta oder auch Netzreste, weil sowas meistens heute aus Plastik besteht und das lässt sich halt nicht verkompostieren. Die Weihnachtsbäume werden in Bielefeld kostenlos abgeholt. Die Spitze kann hochschlagen. In Hille, im Kreis Minden-Lübbecke, werden die Tannen weiterverarbeitet. Hier landen die Bäume aus Bielefeld, Löhne und im Kreis Herford. Aus ihnen soll Brennstoff und Kompost werden. Immer wieder muss Armin Budde Plastikmüll herausziehen und aussortieren. Das Problem ist, dass wenn wir das jetzt so, wie es da liegt, zerkleinern, dann haben wir natürlich die blauen Säcke anschließend in dem fertigen Produkt, die wir für die Kraftwerke herstellen. Und das ist natürlich nicht so gut und deswegen nehmen wir es vorher natürlich raus. Die Tannen kommen zuerst in den Großschredder. Mit 450 PS werden sie in handliche Stücke zerkleinert. Anschließend geht es in das Trommelsieb. Hier werden grob Nadeln und Holz getrennt. Das Holz wird später verbrannt und die Nadeln kompostiert. Und so sieht der ehemals stolze Weihnachtsbaum jetzt aus. Am Ende bleiben etwa 500 Tonnen Schredder über. Das Material wird über eine Rostfeuerung verbrannt und durch diesen Verbrennungsprozess wird entsprechend die Wärme und auch Strom erzeugt. Und aus dem Kompost könnte eine neue Tanne wachsen. Es dauert dann etwa 10 Jahre, bis sie wieder Weihnachtsbaumgröße hat. Und so geht's dann immer so weiter. Auf unserer Internetseite unter lokalzeitowl.wdr.de und auf Facebook haben wir Ihnen übrigens eine Liste mit vielen Abgabestellen für ausgediente Weihnachtsbäume zusammengestellt. Schauen Sie dort gerne mal vorbei.